Unstrittig, meine Damen und Herren, unstrittig sind die Begriffe wie Kontaktsperre, Lockdown, Maskenpflicht, Maßnahmelockerung und so weiter. Das sind alles Begriffe aus dem Strafvollzug. Meine Damen und Herren, diese Begriffe erzeugen Angst. Wenn die Staatsführung ihren Bürgern Maßnahmen erklärt, wie sie ihre Freiheit, die sie vorher selbstverständlich hatten, eventuell wiederbekommen, dann ist die Frage zulässig, wer war legitimiert, diesen Bürger seine Freiheit zu entreißen? Wer selbstherrlich verspricht, dass die Freiheit durch Impfung und disziplinierte Unterwerfung, Apps und was auch immer, zurückerworben werden kann, begeht Machtmissbrauch. Meine Damen und Herren, in einem funktionierenden Rechtsstaat muss niemand etwas erwerben, was schon seins war. Und eine klare Botschaft an unsere Regierung. Liebe Regierende, ich bin der Bürger, Vater, ich bin der Steuerzahler. 34 Jahre bin ich Unternehmer, habe mir nie was zu Schuld kommen lassen. Lassen Sie mir eine Botschaft an Sie richten. Eine Regierung darf dem Bürger keine Freiheit entziehen, sondern muss diese sichern. Meine Damen und Herren, zu meiner Lebenserfahrung gehört auch der Verlust einer Heimat. Einstmals war ich stolz auf meine jugoslawische Herkunft. Dieses Land wurde von meinen und Augen der ganzen Welt zerteilt. Sie werden immer wieder hören, Jugoslawien ist zerfallen. Zerfallen tut etwas, was in sich und von sich aus zerfällt. Nein, es wurde von außen zerteilt. Und nun empfinde ich erneut Angst. Ich empfinde wirkliche Angst und Ängste, dass sich ein Prozess in Gang gesetzt hat, dass auch diese meine oder unsere zweite Heimat vermutlich vernichtet werden kann. Deswegen stehe ich hier. Die Anzeichen dafür ist die Spaltung, die sich durch dieses Land zieht, allerdings nicht erst seit letzten 8 Wochen, sondern genau genommen seit 2015. Ich beobachte eine Gesellschaft, die zerfällt. Und weil ich das schon mal gesehen habe, weil ich weiß, wie das enden kann, ergreifen mich Ängste, meine Damen und Herren. Ich bin kein Politiker, ich spreche zu Ihnen aus dem Herzen. Wir wollen Antworten, liebe Regierende, und keine Befehle. Wir wollen Hoffnung und keine Angst. Wir wollen keinen Krieg, wie Sie es uns benennen. Von Frankreich bis hierher heißt es immer, wir sind im Krieg. Wir wollen keinen Krieg, keine Unterdrückung, keine Bevormundung, sondern Frieden, Freiheit und Selbstverantwortung, meine Damen und Herren. Vielen Dank.